Bühne frei für Kasper. Viel Spaß. Gut, vielen Dank. Ich bin total happy, hier zu sein. Bits und Bäume lauter. Okay, vielleicht spreche ich auch noch mehr da rein. Ich bin total happy, hier zu sein, weil Bits und Bäume ist genau so ein Ding, wo ich mir auch am Ende von euch ein paar Vorschläge und auch ein paar Ideen erhoffe. Ich kann jetzt hier von der technischen Seite aus vielleicht einen Input geben, und aber die von der Öko-Seite im Prinzip hoffe ich nachher auch auf euren Input. Ich gehe einfach mal direkt weiter. Das ist so ein bisschen, was ich heute erzählen möchte. Ich möchte mich ganz kurz selber das ein Slide vorstellen. Dann erzähle ich was zu dieser Technologie dieses IoT-Netzwerkes, IoT, Internet der Dinge. Dann werde ich ein bisschen was erzählen, wie sich das verbreitet hat, das Netzwerk, was wir verwenden. Und natürlich ganz hinten verschiedene Anwendungsbeispiele, also allgemeiner Art und dann auch tatsächlich, was wir bei uns im ländlichen Raum tatsächlich schon umsetzen. Zu mir wurde eben schon ganz viel gesagt zum Thema digitaler Ortsverschönerungsverein. Wir haben damit angefangen, dass wir neben die üblichen Bänke, die die anderen Ortsverschönerungsvereine in ihre Dörfer gestellt haben, einfach WLAN-Router gehangen haben. Also Freifunk. Hennef, der Ort, aus dem ich komme, ist ein Kleinstadt, Mittelstadt, 50.000 Einwohner, 100 Dörfer, hat also irgendwie eine Infrastrukturprobleme, die vielleicht anders aussehen als in der Großstadt. Und da versuchen wir quasi an allen Orten, wo es geht, wo wir mit digitaler Technik helfen können, auszuhelfen, also den Ort schöner zu machen. Freifunk, habe ich schon gesagt, haben wir angefangen. Über das IoT-LoRaWAN-Netzwerk erzähle ich gleich noch was. Ich habe mir selber noch eine zweite Winkelkatze mitgebracht, weil Internet und Katzen geht immer. Und die ist tatsächlich auch noch ein Bereich, bei dem wir auch sehr stark tätig sind, digitale Bildung. Und da vorne ist so ein Calliope Mini drauf, den kann man auch hier im Forum bei den Jugendhakt oder bei den Chaos macht Schule Kollegen treffen. Wir machen damit Programmierkurse ab der dritten Klasse. Also der digital mündige Bürger liegt uns halt auch am Herzen, und dass das auch außerhalb von Zentren mal geschieht auf dem Land. Gut, den Rest da hinten hinter mir, FabLab, wir bauen gerade eine Bürgerwerkstatt auf. OKLab, die OKF ist ja hier Mitträger. Ich bin selber auch im OKLab in Bonn und genau für diese Dinge wie IoT und digitale Bildung sind da meine Steckenpferde. LoRa, Long Range Wide Area Network, das wäre dann LoRaWAN. Was ist das überhaupt? Darüber halte ich jetzt bitte nicht abschreckend wirken hier, halte ich ganz kurz was zur Funktechnologie, aber es ist tatsächlich sehr technikfrei, also wer jetzt hier den dicken Technikvortrag erwartet hat, ist glaube ich nicht das Publikum dafür hier. Aber ein bisschen Grundverständnis dafür brauchen wir, um danach zu verstehen, warum diese Beispiele so funktionieren, wie sie funktionieren. Ein bisschen was zu verschiedenen Funktechnologien. Wir haben ganz unterschiedliche Anwendungen und unterschiedliche Funktechnologien. In diesem Fall hier RFID, NFC, kennen wir aus dem Payment-Bereich, haben wir die modernen Kreditkarten, haben jetzt mittlerweile die entsprechenden Chips drauf. Wenn wir Türen öffnen wollen, haben wir die entsprechenden Keykarten. Funktioniert auf so ein paar Zentimeter, ist natürlich auch schon gehackt worden. Alles das, was ich vorstelle, hat Sicherheitsprobleme. Hier natürlich auch schon. Wenn wir ein bisschen weiter um uns herum gehen, haben wir so eine Art Personal Network um uns herum. Unser Gateway ist dabei, unser Smartphone. Bluetooth ist das Thema, die Funktechnologie, die wir da einsetzen. Der Fitness-Tracker, also wir erinnern uns daran, diese versteckten CIA-Basen im Nahen Osten, die über diese Fitbit-Tracker offengelegt wurden. Das ist das Netzwerk quasi, worum wir hier reden. Diese Tracker, die an das Smartphone angebunden sind und dann quasi auch wieder Teile des Internets werden, damit ein Internet der Dinge quasi über das Gateway Smartphone aufgebaut wird. Die typischen Beats-Kopfhörer, wenn man hier durch die U-Bahn sich bewegt in Berlin, gibt sehr viele Jugendliche, die aufhaben. Das ist alles die Funktechnologien quasi, die auf Bluetooth geht, wenige Meter weit. Das nächste wäre, wir wären zu Hause bei uns. Wir haben so einzelne Häuser, nicht so große wie hier in Berlin. Da hängt dann so eine Fritzbox an der Wand und wir haben ein Netzwerk, was unser Haus betrifft. Das ist dann WLAN. Da gibt es natürlich auch diese, ich sag mal, aus der Jahrtausendwende bekannten Internet der Dinge,
Teile, selbstbestellende Kühlschränke. Eigentlich total langweiliges Thema, will ich mich auch nicht weiter mit beschäftigen. Ist nicht das, wo wir dran arbeiten, aber das ist halt auch so ein Internet der Dinge Teil. Wir verlassen dann mal zu Hause das private Umfeld, gehen in die Stadt. In der Stadt haben wir dann UMTS, LTE, also 3G, 4G, demnächst 5G. Hier in Berlin auch nicht das Problem. Die weißen Flecken liegen woanders. Die Telekommunikationsanbieter sprechen immer so schön von 99% Abdeckung, meinen dabei Menschen und nicht Fläche. Und der Gesetzgeber sagt 99% Abdeckung will er fordern und meint dabei Fläche und nicht Menschen. Also die reden da irgendwie sehr schön, sehr häufig aneinander vorbei. Die weißen Flecken liegen dann bei uns, also im ländlichen Bereich. Und da haben wir dann natürlich auch schon IoT, die ganze Kameraüberwachungstechnologie, ne? Also was da draußen ist, was wir auch in verschiedenen Vorträgen schon gehört haben, wo es tatsächlich echte Probleme gibt, weil die natürlich in unsere Privacy ganz erheblich eingreifen. Ich rede heute ein bisschen mehr davon, was dann noch da draußen kommt. Da kommt dann halt dieses Long Range tatsächlich zum Einsatz. Wenn wir uns halt aus der Stadt wegbewegen in diese weißen Räume rein, können wir heutzutage mit relativ geringem Aufsatz selber Infrastruktur schaffen, um Geräte ans Internet anzubinden, also IoT. Da kommt diese Technologie LoRa oder LoRaWAN, das ist dann der Stack darüber, jetzt wird es technisch, lasse ich weg, zum Einsatz. Und da haben wir quasi die Möglichkeit, in diesen eigentlich weißen Flecken, wo LTE dann vielleicht auch nicht mehr hinter die Berge reicht, mit dieser Technologie Sensordaten oder überhaupt Daten auszutauschen oder auch Daten zu generieren damit dann. Das sind so ein paar Key-Facts zu dieser Technologie, also da steht 15 Kilometer, es gibt Leute, die haben auch schon mehrere hundert Kilometer damit geschafft, allerdings dann so vom Wetterballon aus, nicht Erde-Erde. Der Energieverbrauch ist extrem niedrig, das macht es total spannend halt, weil da, wo ich kein Netzwerk habe, habe ich normalerweise auch keinen Strom. So ein Gateway, der Übergangspunkt von dieser Funktechnologie ins Internet, kann mehrere tausend Geräte verwalten. Das Ganze funktioniert auf einem lizenzfreien Frequenzband, 868 MHz, das ist so ein bisschen, 433 kennt man so, das sind diese Drücker, mit denen man Garagentore auf und zu macht. 868 MHz ist quasi das nächst höhere, wo auch wieder so frei gefunkt werden kann innerhalb gewisser Bedingungen. Und wir können uns da relativ viel austoben. Der einzige Nachteil ist die Bandbreite, also 50, das sind tatsächlich Kilobits, also das ist so das, was die Modems früher mal machten, zu analogen Zeiten irgendwann mal. Damit kann man kein Netflix streamen. Ja, also das ist nicht Sinn der Sache. Technisch sieht das dann so aus, es gibt eine spezielle Modulation, das sind diese schrägen Linien da, mit der gefunkt wird. Dadurch haben wir eine extrem hohe Durchdringung, auch durch Wände hindurch, eine hohe Reichweite. Wir haben, also quasi man kann Signale noch wieder dekodieren und auffangen, selbst wenn die, wie gesagt, 20 Kilometer hinter sich haben. Und will ich gar nicht näher drauf eingehen, wenn jemand echt Bock drauf hat, mich nachher drauf ansprechen. Verbreitung hat das Ganze gefunden, wo wir auch dann mit drin stecken. Und zwar 2015 hat das The Things Network in Amsterdam, die Holländer waren es, quasi das Ziel gehabt, ein dezentrales, offenes, crowdsourced Internet der Dinge für Nutzer, durch Nutzer zu betreiben. Hört sich erstmal völlig fantastisch an. Die haben dann tatsächlich eine Kickstarter-Kampagne damit ins Leben gerufen und haben diese Gateways, die man braucht für diesen Übergang von diesen Geräten ins Internet, versprochen, den Preis irgendwie so zu verzehnteln. Wir kennen alle Kickstarter-Kampagnen, ne? Das dauert dann doch mal ein Jahr oder zwei oder drei länger, bis die Geräte ausgeliefert wurden. Hier war das auch so. Also das große Gerät da links ist quasi so ein Gateway, dann ist so ein Arduino-Clone dabei und auch so ein Drücker. Das waren die verschiedenen Sachen, die angeboten haben. Die haben allerdings sehr, sehr schnell auch in der Industrie Verbreitung gefunden. Also ganz Amsterdam war innerhalb von wenigen Monaten quasi durchzogen mit dieser Funktechnologie und die haben einfach mal damit auch angefangen. So sieht so ein Gateway jetzt mal von innen aus. Das ist überhaupt nicht wirklich spektakulär.
Das Schöne an diesem The Things Network ist, dass sich sehr schnell dieses Crowdsource, dieser Gedanke verbreitet hat. Das heißt, eigentlich ist dieses Netzwerk gewachsen, bevor die überhaupt ihre eigene Hardware dafür ausgeliefert haben. Und zwar, weil die Menschen die Geräte angefangen haben, selber zu bauen. Also wer hier Arduinos, Raspberry Pis, diese ganze offene Hardware und so weiter kennt, auf dieser Basis lassen sich diese Geräte halt auch selber bauen. Man ist nicht abhängig von irgendwelchen großen Herstellern. Führte dazu, dass quasi mittlerweile in 500 Communities oder noch mehr in 90 Ländern existieren. Communities kann man sich so in Stadtgröße vorstellen. Also eine Stadt hat so eine Community, so ein bisschen wie die Freifunker auch organisiert sind. Hat den Charme, dass viele Freifunk-Communities in Deutschland sich zum Beispiel auch mit dieser Technologie mittlerweile beschäftigen. Genau, die Technik so ein bisschen dahinter. Wir haben auf der einen Seite, auf der Seite Sensorik, die funkt 20 Kilometer weit, akkubetrieben, geringe Datenmengen. Dann haben wir auf exponierten Standorten diese Gateways hängen, die selber ans Internet angeschlossen sind. Die sammeln diese Daten auf, geben die weiter in eine Cloud, das ist das The Things Network, und hinten heraus kann ich mir die Daten wieder herausholen und einfach weiterverarbeiten mit üblichen Standards, MQTT, REST API, das ist jetzt fachchinesisch Informatik, wenn man so will, aber man kommt hinten an die Daten ran und sie sind von vorne bis hinten durch verschlüsselt. Also das heißt, selbst das The Things Network kann nicht an die Daten heran und auch nicht der Betreiber der Gateways. Das Ganze ist halt komplett offen. Das heißt, wenn ich hier irgendwo ein Gateway hinhänge und jemand anders betreibt einen Sensor und meldet ihn in dem Backend entsprechend an, dann sendet dieser Sensor über mein offenes Gateway und er kann hinten sich wieder die Daten holen und ich bin einfach nur der nette Mensch, der dieses Gateway zur Verfügung stellt. Tatsächlich also Crowd-basiert. Anwendungen. Die Mausefalle. Gut, wenn die voll ist, muss sie geleert werden. Tatsächlich die allererste Anwendung, das ist ein Bootverleiher in Amsterdam. Der hat einfach überwacht, wann die Schiffe, also die Schiffe ist gut, die kleinen Boote, die man in den verschiedenen Grachten dort leihen kann, so ähnlich wie man Fahrräder bei uns hier leihen kann, kann man in Amsterdam tatsächlich Boote leihen, wann die mal voll stehen. Das heißt nicht, dass die direkt untergehen, das reicht ja schon, wenn da irgendwie die Persenning drauf kaputt ist und das Wasser vom Regen reinläuft. Aber diese Sensorik war quasi der erste tatsächliche Anwendungsfall und funktioniert. Man ist schnell dabei zu sagen, wir können natürlich Naturdaten überwachen. Also hier wurde an der Universität in den Niederlanden ein Sensor quasi, der so ein bisschen so ähnlich ist wie der Luftdateninfosensor von dem OK-Lab in Stuttgart, Luftdaten zu überwachen. Ganz super Beispiel ist das hier, das Flutpunkt Network. Das ist in Oxford, also um Oxford und der Umgebung gibt es jede Menge Kanäle. Die haben in den letzten Jahren ein richtiges Problem gehabt mit Überflutungen. Also immer im Sommer standen da weite Landteile unter Wasser. Und die haben angefangen, die Sensoren halt auch selber zu bauen. Und das ist nichts weiter als ein Ultraschallsensor, den ich unter eine Brücke hänge, eine Batterie, Akku rein, dann hält der über Monate, wenn nicht sogar über 1 bis 2 Jahre, und einfach den Abstand misst zum Wasser darunter und das regelmäßig alle 10 Minuten mal so übermittelt. Und schon habe ich eine relativ detaillierte Karte, haben auch eine App dafür gebaut, wo ich weiß, wie tatsächlich da auch die entsprechenden Schleusen und so weiter sich danach dann steuern lassen. So einen Sensor setzen wir zum Beispiel auch ein bei uns in der Community. Ich habe noch einen ganz extremen Fall, Safecast. Es gab, glaube ich, gerade parallel oder vor mir in einem anderen Raum einen Workshop dazu zum Thema belgische Atomkraftwerke zu überwachen. Ne? Fukushima, wissen wir alle. Daraufhin hat auch die japanische Bevölkerung traut nicht immer TEPCO. Und sie haben dann angefangen, selber Sensoren zu entwickeln. Und fahren dann tatsächlich auch vor der Küste lang und messen Radioaktivität. Halt total klasse. Also von Booten aus über so ein bisschen Wasser zu funken, ist mit dieser Technologie halt total easy. Und überwachen quasi ihren Staat mittlerweile selber. Bei uns, wir haben angefangen im Urban Gardening-Bereich, zufälligerweise gar nicht bei uns, sondern in Bonn, die wollten Hilfe. Und dort haben wir auch verschiedene Sensoren eingesetzt. Hier wird zum Beispiel über so einen kapazitiven Sensor wird die Bodenfeuchtigkeit gemessen. Jetzt für diesen Sommer,
es ist immer trocken gewesen. Ja, also da war die Aussage nicht so groß. Und uns ging es auch nicht darum, jetzt zu sagen, wir hätten auch da automatische Wässerungsanlagen oder sowas dran schließen sollen. Aber das können. Aber das ist natürlich nicht der Sinn des Zweck von Urban Gardening. Ne? Also da, die Menschen sollen ja selber den Garten betreiben. Und da sieht man auch in dem kleinen Bild so einen Feinstaubsensor, wie die Stuttgarter den bauen, haben wir halt auch und haben wir halt nicht nur auf WLAN-Basis, sondern halt auch auf LoRaWAN-Basis, können den damit halt an Orte hängen, wo halt kein Internet zugegen ist, irgendwelche Bundesstraßen draußen zum Beispiel und dort Kreuzungen und sowas überwachen. Das ist Henne von oben und unser Richtfunknetzwerk. Wir haben in Hennef dank der sehr aktiven Freifunk-Community auch Orte mit Internet ausgestattet, wo normalerweise kein Internet ist. Ein paar dieser Orte sind halt total gut deckungsgleich, um selber diese Infrastruktur für dieses Internet der Dinge auszubauen. Ich habe da ein Beispiel. Das ist jetzt oben auf einer Burg, ein Burgturm, wo wir halt per Richtfunk mit Richtfunkantennen Internet hinbringen und auch von dort weiterbringen. Ursprüngliche Anwendung dort war, wir haben ein Industriegebiet gehabt, typischer Freifunk-Use-Case, sage ich mal, eine Halle mit Flüchtlingen. Und diese Flüchtlinge waren halt in einem Industriegebiet. Und da reden wir nicht über Industrie 4.0, sondern da reden wir über 6-Mbit-Anschlüsse von der Telekom. Gibt es auch im Industriegebiet. Und also haben wir gesagt, da bringen wir ein bisschen mehr Leistung hin und haben diese Richtfunkverbindungen aufgebaut. Jetzt muss ich mal hoffen, dass mein Switch passt. Fährt das Video ab. Ich glaube, unten ist eine Leiste, ne? Wenn man nach unten kommt, die einblendet. Ah. Okay, vielen Dank. Das ist bei uns, dieser Burgturm. Da geht's hoch und hoch und hoch und irgendwann kommt auch noch gleich versteckt da so ein Freifunkrouter. Also wir haben auch Internet an die Umgebung gebracht. Und es geht immer noch weiter hoch und dann oben stehe ich gleich ganz peinlich und winke. Aber solche Orte sind halt total spannend. An unseren Ort ranzukommen ging natürlich nur, indem wir mit der Stadt zusammengearbeitet haben. Also wir sind relativ unpolitisch normalerweise, aber an so einer Stelle geht es nicht anders. Da war dann tatsächlich erstmal die untere Denkmalbehörde mit involviert, dann die obere Denkmalbehörde. Und irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir, man sah das auf der einen Seite, konnte man das sehen, dass die Antennen sogar noch abgeklebt werden mit dem Muster der Steine. Also wir haben sie getarnt und wir mussten alles so ein bisschen in die Mitte ziehen, damit wir nicht von unten das dran zu sehen sind. Ne? Aber man sieht ganz schön den Blick von diesem Turm aus. Man kann sich gut vorstellen, wenn ich dort eine Antenne hinhänge und dahin funken möchte, funktioniert das großartig. Und das ist halt auch so. Ne? Also da ist überhaupt kein Problem, 20 Kilometer entfernt irgendwo einen Sensor hinzuhängen. Und wir übermitteln die Daten da dorthin. Video vorbei. Genau. Wir haben uns dafür als Tool so kleine Tracking-Devices gebaut. Das ist so ein Gerät, was man da sieht. Da ist nicht viel mehr als ein Arduino drin, so ein LoRaWAN-Sensor, ein Akku, eine Solarzelle obendrauf und der liegt auf dem Handschuhfach bei mir vorne im Auto und sendet irgendwie jede Minute mal so ein Datenpaket und wir können dann schauen, wie das auf der Karte bei uns aussieht, wie unsere Deckung quasi ist. Also wir sehen jetzt hier den Rhein kann man sehen, man kann so ein bisschen Bonn sehen und wir sehen da quasi eine Heatmap, wo wir schon überall Abdeckung haben. Jeder von diesen blauen Punkten ist ein Gateway, es sind mittlerweile noch mehr geworden. Wir können quasi selber messen, wo noch ein Gateway hingehört, beziehungsweise wir können selber, wenn jemand die Frage hat, macht es bei mir Sinn, so einen Sensor irgendwie aufzuhängen, können wir sagen, jo, klappt oder nee, haben wir noch keine Abdeckung. Wir arbeiten ja daran auch noch.
Weitere Anwendungen, die bei uns quasi dran sind, Parkplätze. Das Bild hier ist auch symptomatisch, wenn man mit einer Kommune an der Stelle zusammenarbeitet. Die fand das große Klasse. Die hat selber zwei Parkplatzsensoren bestellt, aus Amerika damals noch. Mittlerweile gibt es sie auch hier in Europa, also handelsüblich zu kaufen. Das ist eigentlich ganz cool an dieser Technologie. Man hat so das Gefühl, dass sie sich durchsetzt. Und nicht nur so für ein paar verspinnerte Köpfe wie mich ist. Dieser Parkplatzsensor, von dem ist nicht mehr viel übrig. Man sieht so diese Schraublöcher da noch. Man müsste halt auch demjenigen, der irgendwie den Unkrautbekämpfung macht, mit so einem Flammenwerfer dann sagen, dass so Kunststoff schmilzt irgendwann. Und also die Stadt hat mittlerweile zwei ihrer Sensoren damit getötet. Vielleicht lernen Sie es noch. Wir haben die Wasserstände in Oxford gesehen, das machen wir auch an der Sieg. Da gibt es gerade den Horstmannsteg, falls jemand von BUND hier ist. Große Klasse, dass sie die Stadt Hennef dabei gestoppt hat, dass sie dadurch durch ein anderes Gebiet gegangen ist, wo halt, also wir als Umweltschützer freuen uns darüber, dass die Stadt einen auf den Deckel bekommen hat. Jedenfalls wird dieser Steg erneuert und als Sicherheitsmaßnahme wird dort jetzt auch der Wasserstand gemessen. Ja, es ist so ein bisschen so ein Use Case, wo man sagt, ich sag mal, spätestens wenn dem Bauarbeiter die Füße nass werden, hört er auch auf zu arbeiten. Also, aber wir fangen damit erstmal an und wir haben auch ganz viele kleine Nebenflüsse, wo es dann tatsächlich später Sinn macht, den Wasserstand zu messen. Also der Rhein ist überwacht, die Sieg ist eigentlich auch überwacht. Diese kleinen Flüsse, die einfach, wenn ein lokales Unwetter ist, mal schnell so einen Meter steigen und so eine Hauswand oder so eine kleine Brücke mitreißen, sind dagegen schon ganz anders. Und die mit extrem preiswerten, so im 100-200 Euro Bereich Sensorik auszustatten und Vorwarnungen zu haben, dass da passiert jetzt gerade was, ist natürlich eigentlich total cool. Wir haben bei uns vor Ort das Problem, nächster Punkt, Busse. Das Schulbussystem wurde umgestellt in Hennef. Also bei uns laufen gerade Eltern Amok. Und wir werden jetzt in verschiedenen Bussen so ein Gerät einsetzen, Kostenpunkt $25, wenn man den in China bestellt. Der misst gerade hier, ich weiß nicht, wie viele Handys offen sind, aber Bluetooth, WLAN, offene Geräte. Und anhand von diesen offenen Geräten können wir feststellen, wie viele Menschen in der Umgebung sind. Keine Angst, also wir schneiden die MAC-Adressen ab und das Gerät löscht einmal pro Minute alle Daten, die da drauf sind. Also wir tracken jetzt hier nicht, es funktioniert datenschutzkonform, was aber nicht jeder so macht natürlich. Ne? Andere Städte machen damit halt Schindluder. Wir haben das gehört drüben gestern in einem Vortrag, wo quasi ganze Städte, also das U-Bahn-System in Großbritannien zum Beispiel mit genau solchen Sensoren ausgestattet wird. GPS-Modul dran, ich weiß, wo der Bus ist, der sendet 20 Kilometer, kein Problem. Überall, wo ein Bus langfährt, haben wir quasi auch Empfang und trackt munter die Menschen. In dem Fall mal irgendwie sinnvoll eingesetzt. Nächster Punkt, Imker. Privates Imkern ist total in. Also nicht nur in der Innenstadt, sondern auch bei uns auf dem Land. Trotzdem gibt es zum Beispiel Vandalismus. Also die Dinger werden einfach runtergetreten von irgendwelchen Vandalen. Bewegungssensor rein. Ich kann messen, die Temperatur messen. Geht es meinem Bienenvolk gut? Ich kann das Gewicht messen. Ist er quasi voll oder leer? Wann muss ich mal vorbeikommen? All solche Daten sind relativ klein und lassen sich halt, weil sie in der Natur sind, über dieses Netzwerk sehr schnell senden. Umweltdaten überhaupt, also diese Feinstaubsensoren können wir halt auch an Orte hängen, wo kein WLAN ist oder wo kein Stromadapter irgendwie in der Nähe ist. In Bonn experimentieren wir gerade damit, also die Stadt Bonn ist sowieso, wenn es um Open Data geht und so weiter, relativ weit vorne. Die unterstützt uns auch, obwohl dieser Magenta Riese in Bonn sitzt. Trotzdem findet die das gut, was wir machen. Jedenfalls gibt es in modernen Ampeln diese Pieper halt für die entsprechenden sehbehinderten Menschen. Und die waren den Anwohnern zu laut in der Nacht und die sind zu leise im Berufsverkehr. Also haben die alle lautstarke Messgeräte integriert, um die Pieper quasi je nach Umgebungslautstärke lauter oder leiser zu machen. Ist ein total toller Datensatz, der nur lokal bis jetzt eingesetzt wird. So ein kleiner Sensor da dran gekoppelt, erzeugen wir quasi aus der Stadt, können wir in der Stadt Bonn in Zukunft quasi eine Lautstärkekarte der Stadt erzeugen. Das ist im ersten Schritt
okay, da ist auch noch viel Arbeit dann hinten dran, weil ich habe den Kölnbonner Flughafen um die Ecke, ich muss Flugzeuge rausrechnen, wenn ich jetzt auf Personennahverkehr irgendwie, also auf Personenverkehr hinaus will, ich müsste sowas wie U-Bahn oder S-Bahn je nach Fahrplan vielleicht rausfiltern, um dann nachher tatsächlich zu schauen, also Lautstärke ist sicher auch ein Thema für die Stadt und wie kann ich das optimieren. Genau. Wir haben halt verschiedene Partner, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Funkamateure, Freifunker, das sind alles Menschen, die haben halt tolle Orte, die eh schon bespielen. Zum Teil Kirchen, in der Stadt Bonn sind mehrere Kirchen mit von Freifunkern bespielt, oben die Kirchtürme. Tolle Orte, um halt auch dort die Infrastruktur weiter auszubauen. Diese ganze Sensorik, OK-Labs, rennt die bitte ein. Also geht zu den OK-Labs, zu den lokalen Chaos-Computer-Club-Vereinigungen, wenn ihr ökologisch irgendetwas machen wollt und sagt denen, wir haben ein Problem, wir wollen mit euch an so einer Stelle funken. Die haben fast alle schon mal damit in Berührung gestanden. Fab Labs, Makerspaces natürlich. Städte, Kommunen ist so ein Ding, finden die zum Teil cool, muss man gucken, kleinere Städte ist es einfacher als in größeren. Größeren kriegen diese Hochglanzbroschüren, so macht es Barcelona, so macht es Wien, Smart City. Wir hatten halt den echten Vorteil, dass wir total unpolitisch rangegangen sind. Also wir haben die ersten 100 Freifunkknoten in Hennef aufgehangen und haben noch nie mit dem Stadtrat gesprochen gehabt. Und gesagt, wir machen das einfach mal. Und dann kam irgendwann das Sozialamt auf uns zu und sagte, wir haben da so ein paar Flüchtlinge. Dann kam das Kinder- und Jugendamt und sagte, da haben wir so einen Jugendpark, könnt ihr uns da nicht helfen? Und dann haben wir gesagt, ja, mach das doch selber. Und dann kam plötzlich jemand von der Stadt-IT und denen haben wir gezeigt, wie wir dann Router geflasht haben. Und so hat mittlerweile die Stadt das als eigene Aufgabe gesehen, Freifunk, aber jetzt auch das Internet der Dinge, selber mit zu betreiben als Service für die Bürger. Wir haben bis heute keinen Ratsbeschluss zum Thema Freifunk in Hennef. Den gibt es nicht, weil die es machen einfach so, aus ihrer Verpflichtung, Verwaltungsverpflichtung heraus im Prinzip. Also dieses Machen, einfach erstmal machen und nicht lange drüber nachdenken und versuchen, irgendwelche Regeln oder sich irgendwie helfen zu lassen, machen. Kommunale Rechenzentren sind total hinterher, wenn es um sowas geht, weil die arbeiten wieder mit den kommunalen Energieversorgern zusammen. Smart Metering ist für die ein ganz, ganz enges Thema, was in den nächsten Jahren kommt. Und wenn wir dann aus irgendwelchen Gullideckeln heraus irgendwelche halt Wasserzähler und so weiter funken lassen müssen, dann ist diese Technologie LoRaWAN gerade prädestiniert dafür. Natürlich gibt es die Konkurrenz. Narrowband, IoT. Ich habe gerade letzte Woche noch mit der Regio-IT in Aachen gesprochen. Zitat von denen, ja, die hängen aber noch 2 Jahre hinterher. Also das, wo wir zurzeit sind in dieser LoRaWAN-Technologie, sind wir tatsächlich weiter als die Siemens, Bosch, Telekoms, wie sie alle heißen, in Deutschland. Da würden die gerne hin, sage ich mal. Aber wir haben schon die erste Generation der Geräte hinter uns und sind bei der zweiten oder dritten Generation. Die Fehler sind schon ausgemerzt. Diese Geräte laufen. Und es gibt relativ viele Communities in Deutschland, die da tatsächlich, wie soll ich sagen, diese Infrastruktur schon vorantreiben. Jetzt komme ich quasi zum Ende und sage mitmachen. Also wir brauchen überall in Deutschland noch Menschen, die diese Infrastruktur weiter ausbauen. Es gibt ganz tolle Menschen, zum Beispiel ganz weit oben im Norden, Nucleon e.V., die sitzen da, also die würden Hamburg als Süddeutschland bezeichnen. Ja, die sitzen da, Flensburg und Umgebung, und die machen sowas auch auf dem Land. Ja? Aber wir haben natürlich auch in den Städten die Orte. Also im Rheinland ist es dann von Dortmund über Köln bis Bonn in Aachen. Wir haben die natürlich hier auch eine große Community für das Things Network hier in Berlin ansprechen, helfen, Infrastruktur ausbauen, aber vor allen Dingen auch Projekte aufsetzen. Also wir als Techies können immer nur so weit und wir freuen uns, dass das funktioniert. Ja, und da blinkt das und da können wir eine Grafik draus machen und ganz toll. Ihr habt aber die Use Cases da draußen. Ja, also ihr wisst, welche Daten wir in der Umwelt noch besser sammeln können, um damit unsere Umgebung besser zu machen. Also wir haben hier viele Vorträge mit Gefahren und so weiter. Ich finde, hier geht es erstmal darum, wir können selber dieses Ding hier in die Hand nehmen und damit quasi unsere Umgebung schöner gestalten. Da sind wir dann wieder bei dem digitalen Ortsverschönerungsverein. Dankeschön. Vielen Dank, Kaspar. Ja, danke erstmal für die Erweiterung meines und bestimmt auch einem von euch
Vielleicht ging es euch so ähnlich, dass euer Wortschatz etwas erweitert wurde dadurch. Und vielen Dank, dass du für uns auf einen hohen Turm geklettert bist und uns gewunken hast. Ich fand es sehr schön. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen. Es tut mir unglaublich leid. Schnappt euch Kasper, jetzt ist er noch hier, oder geht mit ihm in den Chatraum und diskutiert dort weiter. Wir können uns auch beim Jugendforum treffen. Da ist OKF. Ich bin ja im OK-Lab Bonn. Ne, im Forum gerne mich mal ansprechen. Bin ja bekannt, so wie ich aussehe, zu finden. Jugendforum, Lichthof, genau. Vielen Dank. Danke. Nochmal einen Applaus bitte für Kasper. Ja, und wem so die Berliner Mieten vielleicht hier auch ein bisschen zu hoch geworden sind und der sich irgendwie so denkt, ach ja, ich brauche eigentlich vor allem WLAN und mehr nicht und dann kann ich ganz gut leben und arbeiten, der kann sich ja mal in Hennef umgucken. Ja. Klingt ja eigentlich ganz nett dort.